Mario Götze ist Teil des deutschen Weltcup-Kaders. Deutsche Presseagentur, Tom Weller. Weltmeisterschaft 2022, Toni Kroos scherzt über die Nominierung von Mario Götze. Helen Kleinschmidt folgen. Die offizielle Ankündigung der deutschen Weltmeisterschaft war am Donnerstagnachmittag mit Spannung erwartet. 26 Spieler wurden von Hansi Flick für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert, die am 20. November beginnt, einschließlich kleinerer Überraschungen wie Youssoufa Moukoko, Niklas Füllkrug und Lukas Klostermann. Überraschenderweise ist Mats Hummels nicht hier. Mario Götze war eine der Überraschungen. Der Gewinner des Torschützen des Weltcups 2014 ist wieder bei einem großen Turnier. Denn in seiner Eintracht Frankfurt Vereinigung wird er in der aktuellen Saison erneut bewiesen, warum er 2014 mit dem deutschen Team wurde. Toni Kroos ist dankbar für seine Nominierung. Nach der Ankündigung veröffentlichte der 30-Jährige ein Foto auf Instagram mit der folgenden Überschrift. Es ist schon eine Weile her, 5 Jahre, um genau zu sein. Ich bin sehr froh, wieder Teil des deutschen Weltcup-Kaders zu sein, und ich bin dankbar für das Vertrauen von Hansi Flick und seinem Trainerstab. Ich fühle die Nominierung als Belohnung für die harte Arbeit, die ich geleistet habe, aber ohne meine Frau, meine Familie, meine großartigen Teamkollegen und Trainer, die nicht möglich gewesen wären. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir haben dich mit Schleifen dort gesprochen. Sein ehemaliger DFB-Kollege Toni Kroos nimmt Götze mit einem ironischen Kommentar auf den Arm. Wir haben sie gut mit Loops dort gesprochen, als wenn es nur sein Einkommen war, wurde der Offensivspieler nominiert. Er spielt auf seinen Fußball-Podcast Just Let's an, den er jede Woche zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos führt. Kroos erhielt bereits fast 4000 Likes für den Kommentar. Thomas Müller, mit dem Götze 2014 auch Weltmeister in Rio wurde, freute sich über das Comeback von Götze im DFB-Team. Willkommen zurück, Mario. Schön, dass Sie wieder in der Nationalmannschaft sind, schrieb Müller. Toni Kroos ist nicht mehr im DFB-Team. Bei der Weltmeisterschaft 2014 spielten Götze und Kroos immer noch zusammen im DFB-Team und gewannen den Titel in Deutschland. Nach der Europameisterschaft im letzten Jahr beendete der Real Madrid-Spieler seine Karriere in der Nationalmannschaft. Eine Woche vor der Bekanntgabe der Weltcup-Kader machte er erneut klar, dass er dieses Jahr nicht mehr da war. Toni Kroos kündigte das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft im Jahr 2021 an. Imago Agent. Götze hingegen wird Teil der Weltmeisterschaft in Katar sein, nachdem er bei Joachim Löw's Weltmeisterschaft 2018 nicht nominiert wurde. Mario ist total froh, dass er dort ist, sagte der Nationaltrainer Hansi Flick über den Anruf mit dem Spielmacher von Eintracht Frankfurt, der seit Monaten hervorragend ist. Er ist ein brillanter Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles sehr intuitiv macht.